Hallo liebe Encaustic-Freunde, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt, was es Neues gibt heute von der Encaustic-Malerei. Ihr seht, ich habe heute nochmal so eine Malplatte, bisschen kleiner wie die Mega-Malplatte, aber trotzdem relativ groß. Also wir bleiben noch im großformatigen Format und heute fangen wir ganz einfach an mit einem Saugeffekt auf der Malplatte. Ich habe meine Farben schon vorbereitet, so. Ich habe hier eine schöne Ceranofeld-Malplatte und das Besondere an der ist, sie hält die Temperatur immer konstant. Es gibt keine Rauf- und Runtertemperierung, also dass sie einfach mal aussetzt und wieder anfängt, weil das ist wichtig. Das kann ich bei der Encaustic-Malerei nicht brauchen, weil sonst gibt es zwischendurch ja, so Schlieren, wenn das dann abkühlt. Also achtet immer darauf, dass eure Malplatte richtig schöne, konstante Temperatur hat. So. Wie ihr seht, mache ich hier jetzt einfach mal ein paar bunte Streifen. Die Art und Weise zu arbeiten ist eine ganz schöne, einfache Art und Weise und hängt viel mit dem Zufall auch ab. Na, ich muss noch ein bisschen drauf. Das Papier ist doch relativ groß. So, dann hole ich mir mal Grün her. So, wie das gleich alles aussieht, das ist auch für mich eine Überraschung. So, wir werden sehen, ob es gefällt oder nicht. Das kann auch passieren. Passiert mir auch. So, einfach das Papier mal auflegen. So, wer hitzeempfindlich ist und sich nicht traut, mit den Händen drauf zu gehen, der nimmt sich so ein 10-Watt-Tuch, drückt es mal etwas an. Jetzt können wir auch das Papier mal etwas bewegen, indem ich hier so vibriere, mal ein bisschen rumdrehe. So, und jetzt ziehe ich es mal hoch und schaue, was drunter vorkommt. Aha, das gibt wie ein Höhlensystem, sieht das aus. Alles, was einem nicht gefällt, kann nochmal überarbeitet werden. Zum Beispiel nur partiellweise, indem ich hier jetzt das Blatt etwas biege und nur im unteren Bereich nochmal einsauge. So, nochmal etwas mit Bewegung. Und jetzt habe ich hier unten schon eine ganz neue Struktur angesaugt. So, hier ist mir noch zu groß das Loch. Was auch möglich ist, jetzt einfach nochmal Farbe zugeben. Hier ist jetzt sehr eintönig. Ja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Rot dazu in dem Bereich. Jetzt drücke ich diese Ecke einfach nochmal in das Rot ein und schaue gleich mal, was dabei zustande kommt. Wie gesagt, kommt schon ein bisschen Farbe ins Spiel. Ist immer so eine Wundertüte, habe ich ja schon oft gesagt, in Encaustic. Ist immer für Überraschungen gut. Ich nütze jetzt das Rot hier noch in diesem Bereich, lege das Papier nochmal drauf, andrücken und dann mal hier so eine Zickzack-Bewegung, mal schauen. Ah ja, okay. Dann haben wir jetzt das Ganze so. Das lege ich jetzt hier mal schnell zur Seite. Lasse es abkühlen und jetzt nütze ich den Rest Farbe, um nochmal ein neues hier drauf zu machen. So. Wieder kurz andrücken. Schauen wir mal jetzt gleich eins mal so um die eigene Achse. Mal gucken, was dabei rauskommt. Seid da ganz kreativ mit euren Bewegungen. Und Überraschung. Aha, auch große Löcher. Heute ist irgendwie Ozonlochtag. So, das kann man auch noch etwas überarbeiten. Indem ich hier jetzt einmal so eine Rolle mache. Und hier mal auf der Rolle einfach drehen. So, jetzt habe ich wie so eine Horizontlinie reingebracht. Nochmal. So. So, das lasse ich jetzt auch mal. Das Rest Wachs einfach mit so einem Papierhandtuch
abputzen, sauber machen. So, die Platte ist einfach wunderbar, weil so eine große Megamalplatte, wie ich sie ja letztes Mal gezeigt habe, die hat man einfach zu Hause, nicht unbedingt im Privatbereich. Aber sowas, das kann sich doch vielleicht ein oder andere zulegen für schöne große Motive. Gut, jetzt habe ich hier noch Pinsel hingelegt. Wo ist er? Da. Um einfach hier zum Beispiel, das ist noch etwas langweilig, das lege ich mir jetzt hier auf. Schmelze hier nochmal Farbe an. Und man könnte jetzt hier mit dem Pinsel, ein ganz einfacher Schweineborstenpinsel verwenden, hier noch direkt im Bild arbeiten und Effekte reinsetzen. So, einfach die Techniken etwas noch vermischen. Ist ja alles erlaubt. So, dann nütze ich einfach die Strukturen. Leicht aufsetzen, drüber ziehen. So, hier kann man schön noch Gräser einziehen. Gut. Wenn man jetzt noch einen Pen zur Hand hätte, kann man die Feinheiten schön rausarbeiten und das Ganze noch etwas richtig aufmotzen. So. Manche Bilder brauchen einfach noch ein bisschen mehr Aufwand, um sie nachzuarbeiten. So. Man kann jetzt auch noch die Socke nützen. Hier, ich habe hier schon so einen Seidenstrumpf, den habe ich etwas zur Kugel geformt und den einfach hier etwas ins Wachs eintauchen. Da brauche ich etwas dunkleres Wachs. Hier ein paar Falten legen, rein drücken und so kann man auch unheimlich schöne Konturen reinsetzen. Das sieht jetzt aus wie so ganz leichtes Gestrüpp. So, sind etwas feiner von der Art, diese Konturen, wie jetzt mit einem Schwämmchen. Viele denken sich jetzt, da können sie doch auch einen Schwamm nehmen, aber das sind nochmal andere Konturen. So langsam bekommt das Bild ein Gesicht. So, wieder Falten legen. Wir sind froh, wenn wir keine Falten haben, aber hier dürfen wir welche produzieren. So. Hier ein Vordergrund. Jetzt zeige ich, wie sich schon verändert hat. Man kann vielleicht doch schon eine Landschaft drin erkennen. So. Und jetzt können wir das Ganze noch etwas aufmotzen. Ich lege es mal hier zur Seite, indem ich schaue, ich habe hier Seidenfarben und die kann man unheimlich schön hier jetzt noch einsetzen, Effekte erzielen. So, ich rutsche jetzt hier mal etwas rüber. Ich habe hier eine Seidenfarbe, ja, das geht schnell auf. Die muss man immer gut aufschütteln, damit das Pigment sich auflöst. So, jetzt nehme ich mit der Pipette etwas raus, tue es hier drauf. Und mit einem Nylonstrumpf reibe ich jetzt diese Farbe über das gesamte Bild erstmal. Nicht erschrecken, nur dort, wo kein Wachs ist, färbt sich gleich die Stellen gelb ein. Der Rest machen wir wieder weg, ich drehe es mal kurz. Das gesamte Bild bekommt eine ganz andere Aussage. So, jetzt habe ich überall mal rüber Farbe rüber getan und jetzt nehme ich mit das Cewa und mache die überschüssige Farbe wieder runter.
Ich arbeite gerne mit Flüssigfarben. Es muss nicht immer Seidenfarbe sein, kann auch eine dünne Textilmalfarbe sein, dünne Aquarellfarbe. Einfach eine schöne dünne Farbe. So, ich hole es mal hoch. Das ist daraus geworden. Und das andere, das muss ich noch etwas ausprobieren. Gut. Das war ein kleiner Einstieg in die Technik des Saugeffekts auf der Malplatte. Und wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut, dann werde ich noch mal was auf der Malplatte zeigen. Und zwar eine Technik, die nur mit der Malerwalze und mit den Spachteln gemalt wird. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaut. Und ich war's, eure Monika Romer. Tschüss!